Ralf, ich grüße dich. Hörst du mich, Ralf? Darf ich dich duzen, Ralf? Natürlich. Sehr gut. Ralf, ein bio-deutscher Name, Alhamdulillah. Ralf, wir hatten auch zuvor gesprochen und du bist ja schon ein längerer Besucher von unseren Unterrichten und du bist ja auch ein gestandener Mann, du bist über 20, habe ich gehört. Wie alt bist du genau? 57. 57, MashaAllah, Tabarak Rahman. Als was arbeitest du, Ralf? Ich bin im LKH, im Krankenhaus, als Pfleger. Ah, das ist ein Krankenpfleger im Krankenhaus. Gestern hatte er einen Notfall gehabt und deswegen haben wir ihn nicht erreicht. Aber Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ist es heute besser, die Situation, oder? Ralf, wir können heute freisprechen, inshallah. Heute schon mal freisprechen. Alhamdulillah. Ralf, manche Leute sagen, es sind nur die Dummen, die den Islam annehmen. Was kannst du diesen Leuten sagen? Ja, die Dummen sollen den Islam nicht annehmen, ne? Das nennt ihr also Dummer kann man nicht gebrauchen. Subhanallah, sehr schöne Antwort. Ja, weil du weißt, sie denken, dass nur die Leute, die keinen Sinn im Leben haben, dass sie anfangen, den Islam zu praktizieren, weil sie sowieso unzufrieden sind und gar keine Ziele im Leben haben. Aber Alhamdulillah, Rabbil Alamin, du bist ja ein gefestigter Mann. Du bist ein Mann, der schon 57 Jahre alt ist und mit Sicherheit schon einiges erlebt hat. Und ich denke, dass du auch eine Veränderung in deinem Leben haben wolltest. Richtig, Ralf? Natürlich. Und eine Veränderung braucht ein Mann ab und zu. Alhamdulillah. Wenn es die richtige ist, finde ich das noch besser. Alhamdulillah. Können wir das lauter machen? Man versteht. In meinem Leben. Ja? Bitte? Wir werden dich nur etwas lauter schalten, Ralf, weil leider nicht alle mitbekommen, was du sagst. So, jetzt haben wir die lauteste Stufe. Bitte schön, Ralf, nochmal das Letzte, was du gesagt hast. Ich habe in meinem Leben habe ich schon viel mitbekommen. Und sehr viel, ja? Das war nicht immer leicht. Und nein. Veränderung muss sein und ich habe, glaube ich, die richtige gemacht. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Von Deutschland weg und in Österreich, dann ist das schon gut. Alhamdulillah. Was denkst du, wie werden die Reaktionen in deinem Umkreis sein, Ralf? Ich denke mal, die werden überrascht sein. Das denke ich auch. Die werden komische Kommentare kommen, aber das ist mir egal. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Du hast bestimmt schon einiges erlebt im Leben. Da hast du eine dicke Haut bezüglich dieser Kommentare, oder? Wir kriegen oft nette Sprüche, um das mal so freundlich auszudrücken jeden Tag. Aber Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wir wünschen trotzdem für diese Leute die Rechtleitung. Die sind Leute, die uns hasserfüllt gegenüber reagieren. Aber wir, Alhamdulillah, wir machen Bittgebete für diese Leute, dass Allah Azza wa Jalla sie rechtleitet, wenn sie auch von der AfD sind. Alhamdulillah. Ralf, wir werden jetzt das Glaubensbekenntnis zusammen sprechen, inshallah. Und danach bist du ein Muslim mit Leib und Seele. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird dir in diesem Moment, wenn du das wahrhaftig machst, für ihn einzig und alleine für sein Wohlgefallen, Allah wird dir alle Sünden vergeben und dir diese Sünden sogar in gute Taten umwandeln. Ist das ein Geschenk für dich, Ralf? Ein sehr gutes Geschenk. Alhamdulillah. Dann sprich mir nach. Wir sagen es erstmal auf Arabisch. Ich versuche langsam zu sprechen, inshallah ta'ala. Und dann werden wir es in deutscher Sprache sagen, inshallah. Ashhadu. Okay. Ashhadu. An. La. La. Ilaha. Ilaha. Illa. Illa. Allah. Allah. Wa. أشهد أشهد أن أن محمدا محمدا رسول رسول الله الله Ich bezeuge dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf außer Allah
Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist. Sein Gesandter ist. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Damit bist du Muslim, Ralf. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Das ist das Schönste, was uns heute passieren konnte. Wir haben heute, Alhamdulillah, hier in einer anderen Stadt einen Vortrag gehabt. Und alle Geschwister bezeugen hier, dass du den Islam angenommen hast. Wallahi, das war das schönste Geschenk, was Allah subhanahu wa ta'ala uns heute geben konnte, dass mehrere Leute den Islam angenommen haben. Ralf, wir wünschen dir alles Gute und bitte mach eine Sache heute. Mach eine Gesamtkörperwaschung, so wird Allah subhanahu wa ta'ala dich von allen Sünden reinwaschen. Von allen Sünden reinwaschen. Und wenn du merkst, dass dein Umfeld schwierig zu ertragen ist, oder wenn du fürchtest, dass sie dir Probleme machen, dann kannst du auch deinen Islam geheim halten. Es ist überhaupt kein Problem. Ja, mein Islam will ich nicht geheim halten. Wie kann man auch so eine Religion geheim halten? Ich könnte es auch nicht. Mashallah. Ich erzähle dir noch ganz kurz die Geschichte. Ich erzähle dir noch ganz kurz die Geschichte von einem edlen Gefährten vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sein Name war Abu Dharr. Er kam und hörte von einem Propheten in Mekka und so ist er zu ihm gekommen und wollte wissen, ob er die Wahrheit ist, ob er ein tatsächlicher Prophet ist. Und als er den Islam angenommen hat, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm: "Versteck diese Angelegenheit, denn es könnte schwierig für dich werden, aber wenn du siehst, dass wir rauskommen mit dem Islam und ihn öffentlich machen, dann schließ dich einfach uns an." Und so hat Abu Dharr aber nicht auf ihn gehört. Er ist direkt zur Kaaba gegangen und hat vor den Qurayshiten gesagt: "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah." Dann haben sie ihn grün und blau geschlagen, bis er nicht mehr zu erkennen war. Als er zurückkam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, sagte er zu ihm: "Ich habe dir doch gesagt, du sollst deinen Islam bedeckt halten. Du sollst es nicht verkünden, sonst passiert mit dir, was mit dir passiert ist." Er sagte: "Wallahi, ya Rasulallah, es war eine Angelegenheit, die ich nicht im Herzen zurückhalten konnte. Ich musste es herausschreien in die Welt. Allahu Akbar. Allahu Akbar." Und hier sehen wir, wie das Glaubensbekenntnis einem mutig macht, wie das Glaubensbekenntnis von einem das Leben ändert. Und man kann dieses nicht zurückhalten, weil das das Schönste ist, was man je im Herzen erlebt hat. Alhamdulillah, wir freuen uns sehr für dich, Ralf. Und du bist ja schon ein langer Zuschauer von unseren Online-Vorträgen. Ich hoffe, dass du weiter dabei bleibst. Und wenn wir dir in irgendeiner Sache zur Seite stehen können, dann sind wir immer für dich da, bi'idhnillah ta'ala. Du weißt, wie du mich erreichen kannst, oder Ralf? Richtig, weiß ich. Ich bedanke mich sehr herzlich. Alhamdulillah, wir bedanken uns auch bei dir, Ralf. Und bitten dich um Vergebung, dass wir so lange deine Zeit in Anspruch genommen haben, aber es war für etwas Gutes. Ab jetzt gibt es einen Gruß zwischen uns, Ralf. Wir sagen Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, ja, genau. Mashallah, tabarakallah. Ich muss noch ein bisschen. Kein Problem, mach dir keine Sorgen. Wir werden uns, inshallah, mit dir immer in Kontakt setzen. Ja, inshallah, Ralf. Okay, danke. Assalamu alaikum, Ralf.